Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, gerne unten einmal auf Abonnieren klicken, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Ich zeige euch heute mal wieder ein Unboxing meiner Etepetete Obst- und Gemüsebox. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ob ihr auch schon mal bei Etepetete bestellt habt und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, hier ist das gute Stück. Ich packe jetzt einfach mal aus und bin gespannt, was drin ist. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, logischerweise. Ihr seht, das ist noch zu. Das ist jetzt gerade eben vom Postboten geliefert gekommen. Und jetzt muss ich hier erstmal mit einer Hand versuchen. So. We will see what's in there. Ihr habt hier immer so eine Beilage, also so ein Rezept. Dieses Mal ist es Linsenauflauf mit Blumenkohlhaube. Klingt schon mal sehr lecker. Und dann schauen wir mal, was hier heute Schönes drin ist. Also wie gesagt, Etepetete liefert ausschließlich Bio-Obst und Gemüse. Also aus Bio-Anbau, logischerweise. Und meistens ist es so, dass da halt Produkte drin sind, die vielleicht einige Schönheitsfehler aufweisen, nicht ganz so der Norm entsprechen, wie auch immer diese Norm definiert. oder einfach zu viel von irgendwas produziert wurde, angebaut wurde, was halt nicht genügend Abnehmer gefunden hat. Und darum wird das dann bei Etepetete quasi vertrieben. Und wir schauen jetzt einfach mal, was hier drin ist. Das sieht mir auf jeden Fall nach Grapefruit oder Blutorangen aus. Da sind zwei Stück von drin. Bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Mandarinen, auch immer sehr lecker. Hier sind insgesamt 6 Stück von drin. Dann haben wir hier mal wieder Kiwis. Ihr könnt Kiwis übrigens mit Schale essen, die dann natürlich gut abwaschen. Wenn jetzt hier schlechte Stellen oder so dran sind, je nachdem, wenn die jetzt nicht schlecht sind und einfach nur nicht schön, kann man die natürlich auch mit essen. Sollten natürlich nicht angematscht sein oder sowas, aber die kann man mit Schale essen, denn ihr wisst, gerade bei Obst und Gemüse, dass die meisten Nährstoffe direkt unter der Schale sitzen. Und wenn wir die Schale abmachen, dann kann es halt manchmal sein, dass wir die dann leider entfernen. Von daher gerne womöglich mit Schale essen. Dabei mal gucken, ist die Schale essbar und hat das Gemüse oder Obst Bioqualität und auch noch wichtig, trotzdem nochmal gut abwaschen. Hallo, hier spricht die Nachbearbeitungs-Anne und ich habe erst nach Dreh des Videos gesehen, dass einfach noch eine Avocado in der Box drin war. Einfach das teuerste und geilste in der ganzen Box und ich habe es übersehen. Die Avocado hat fantastisch geschmeckt und war natürlich auch in Bioqualität. Dann haben wir hier Bananen. Auch eine ordentliche Menge auf jeden Fall. Die kann man noch nachreifen lassen und dann auch einfrieren, wenn man die nicht sofort essen kann. Eignet sich immer super gut als Snack, finde ich. Einfach so kleine Bananenstückchen gefroren. Oder ihr könnt damit aber auch backen. Ich friere die sogar manchmal ein und taue die dann erst auf, wenn ich mit denen backen muss. Die kann man dann trotzdem immer noch pürieren. Dann haben wir hier Zwiebeln. Das ist sehr gut, denn ich habe bald keine mehr. Dann sehe ich hier noch ein paar Kartoffeln. Auch sehr cool. Dann haben wir hier einen Kürbis. Damit kann man auch allerlei Sachen machen. Kürbis ist auch ein super gesundes Gemüse. Generell natürlich alles sehr gesund. Mache ich gerne Suppe mit oder ideal eigentlich im Ofengemüse. Schmeckt richtig lecker. Dann habe ich hier meine Favorite Süßkartoffel. Guckt da unbedingt mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe so ein leckeres Rezept für Süßkartoffel-Brownies gemacht letztens. Ich verlinke euch das jetzt gerade mal hier oben. Ist super gut geworden. Und gesund, ganz ohne Zucker, ohne Gluten. Also perfekt und trotzdem mega saftig. Rotkohl ist auch ein unglaublich gesundes Gemüse. Generell Kohl ist unglaublich wichtig, dass wir das mit in unserer Ernährung haben. Da könnt ihr auch den roh essen, den als Salat zum Beispiel zubereiten, den einfach dann klein häckseln und als Rotkohl-Rohkostsalat essen. Denn ihr wisst, die meisten Nährstoffe sind drin, wenn wir das Gemüse nicht oder nur sehr schonend erhitzen. Dann haben wir hier noch eine Süßkartoffel. Knoblauch, auch super gesund. Und ganz viele lila Möhren, die schmecken auch richtig lecker. Manchmal etwas süßer als die orangenen Möhren. Auch sehr gut, kann man natürlich auch roh essen. Ich würde wahrscheinlich hier ein Ofengemüse von machen, würde wahrscheinlich noch einen frischen Brokkoli mit reingeben. Süßkartoffeln, Kürbis, dann diese Möhren und mit ein bisschen Öl.
Können natürlich die Zwiebeln noch mit reinstellen. Genau, Zwiebeln kommen auch noch ins Ofengemüse mit rein. Dann ein bisschen Öl, Olivenöl gutes oder alternativ Kokosöl und Kräuter nach Belieben und dann im Ofen einfach bei 180 Grad Umluft reingeben und ihr habt ein super leckeres Ofengemüse. Ja, Bananen, wie gesagt, zum Backen oder einfach so essen, schmeckt auch super lecker. Und ansonsten Obst, ja, einfach so essen, schmeckt immer am besten. So, ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Ist natürlich jetzt nicht super lange und super erklärungsbedürftig, denn wir wissen ja in der Regel alle, was Obst und Gemüse so ist und wie es schmeckt. Da war ja jetzt nichts mega Exotisches drin. Ich wollte euch gerade noch mal kurz erzählen, was ich hier genau bestellt habe. Und zwar ist das die Mixbox Family und die kostet insgesamt 29,99 Euro. Und die kann man, wie gesagt, dann wöchentlich oder zweiwöchentlich bekommen. Es gibt aber auch noch andere Boxen, beispielsweise eine nur Obst, glaube ich, Box oder nur eine Gemüsebox, hat dann ein bisschen einen Preisunterschied und es gibt auch kleinere Boxen. Also es gibt dann auch noch die nicht Family, sondern halt dann für eher, ich glaube, 1 bis 2 Personen, meine ich. Das ist jetzt, glaube ich, für 3 bis 4 Personen. Bei uns ideal, weil wir essen wirklich sehr viel Obst und sehr, sehr viel Gemüse. Wie gesagt, gerade mit den Süßkartoffeln. Guckt da auf jeden Fall mal das Süßkartoffel-Brownie-Video von mir. Schmeckt unglaublich gut. Und mit den ganzen anderen Gemüsen kann man unglaublich tolles Ofengemüse machen. Gerade abends, da solltet ihr ja nicht mehr so viel Rohkost essen. Da gerne einfach mal, wenn es schnell gehen muss, packt euch ganz viel Gemüse auf ein Blech. Erhitzt es bei, ich glaube, 180 Grad Umluft. Ich weiß nicht, 20 Minuten oder sowas. Gebt vorher ein bisschen Öl drauf und ganz viele Kräuter. Und mischt euch dann noch ein Joghurt-Dressing. Mega lecker. In dem Joghurtdressing tue ich dann meistens immer so ein paar Kräuter rein, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Knoblauch, wenn ihr wollt, Salz, Pfeffer und dann einfach drüber geben später. Richtig lecker. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, sollten euch solche Videos gefallen, wo ich das ein oder andere mal unboxe. Lasst mich auch gerne wissen, was ich vielleicht noch mal bestellen soll und mal unboxen soll. Es gibt ja viele verschiedene Dinge, die man vielleicht noch oder die ich noch gar nicht kenne, die man auch mal bestellen kann und wo ihr vielleicht von mir auch eine Einschätzung wollt, ob ich das gut oder schlecht finde. Wie gesagt, unten in die Kommentare und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und schaut auch gerne mal in einem meiner anderen Videos und auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es auch viele Rezepte und generell viele Infos rund um eine vegane, gesunde Ernährung und Lebensweise. Bis dahin, adios!